viele der ersten Fahrzeuge gingen in die Schweiz zum damaligen Zeitpunkt. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube, wir haben schon 50 oder 60 Fahrzeuge damals in die Schweiz verkauft. Und der Schweizer Vertreter, die haben gebeten, dass jemand vorbeikommt und auch die Werkstätten mal ein bisschen hilft, auf diese Fahrzeuge auszurichten und was mit der Ersatzteilversorgung gemacht werden sollte. Und da wurde ich ausgewählt und musste für einen Monat in die Schweiz. Und wir haben jeden einzelnen Kunden in der Schweiz zu Hause besucht, wurde ein Termin vorher abgesprochen, haben ihn besucht und gefragt, ob sein Auto alles in Ordnung ist, ob mal kurze Probefahrt machen, ein bisschen Vergaser einstellen, solche Dinge. Und das hat einen so tollen Eindruck bei der Schweizer Kundschaft hinterlassen. Ich habe Jahrzehnte später noch Mitteilungen bekommen von Leuten, dass das für sie eine unglaubliche Geschichte war, dass jemand vom Werk kommt und sich erkundigt, ob der Kunde mit dem Auto zufrieden ist. Denn die Leute waren natürlich verwöhnt, die hatten ja teilweise Jaguars und Ferrari und ähnliche Fahrzeuge. Und die haben gesagt, da hat noch nie jemand gefragt, ob wir zufrieden sind. Und dann kommt jemand vom Werk und das hat einen unglaublichen Eindruck hinterlassen. Und nicht irgendwer, jemand, der später Le Mans gefahren ist, das muss man auch sagen. Ne? Und zwischenzeitlich war ja dann der Verkauf in Amerika, wo der Importeur, der Max Hoffmann, immer bat, mehr Auto zu bekommen, und zeitweilig sind ja bis 50-60% der Produktion nach Amerika gegangen, und die hatten dort riesige Schwierigkeiten mit verschiedenen Dingen, die für uns neu waren, denn bei uns, was der Verkehr, die Verkehrsdichte betrifft, das war für uns unbekannt, dass man durch einen Tunnel, wo normale Durchfahrtzeit 5 Minuten ist, 2 Stunden braucht zu Stopp und Go. Und das sind natürlich Forderungen an das Auto gestellt worden, mit denen wir nie gerechnet haben. Wir wussten nicht, dass so etwas gibt. Und ich wurde dann nach der guten Erfahrung in der Schweiz, wurde ich dann auch nach Amerika geschickt, um dort zu sehen, inwieweit wir dort, wobei das sehr viel schwieriger war, denn die Leute dort haben meist 100 Oktan Flugbenzin verwendet. Okay. Da waren die Vergaser total überfettet, und das war natürlich für den Stop-and-Go-Verkehr und für die City unmöglich. Die haben dann die Kerzen verrußt und die ganze Motoreinstellung musste total verändert werden. Und nachdem es keine Erfahrungswerte und keine Versuchswerte gab, war ich dann auf meine Kenntnisse angewiesen. Und offensichtlich ist mir es sehr gut gelungen. Ich habe also die ganze Fahrzeugflotte in Amerika damals umgestellt, ohne Prüfstandsversuche, ohne das die Zubilligung des Hauses, denn die wussten ja nicht, wie die Anforderungen sind. Aber die Nachprüfungen haben dann ergeben, dass es alles in Ordnung war und hat auch gut funktioniert. Das ist unvorstellbar. Aber nun ist natürlich auch, es ist natürlich was anderes, kurz durch die Schweiz zu fahren, die ja nicht so groß ist, da kann man überall hin. Aber in Amerika, stelle ich mir das so vor, waren Sie da ja für ganz Amerika zuständig? Damals gab es ja nicht keine Billigfluglinien, die jeden Tag stündlich irgendwo hingeflogen sind. Ja, das Geld für Flüge war nichts vorhanden. Ich war damals als Angestellter des Hauses, habe ich meinen normalen Arbeitslohn bekommen. Und alles, was dort drüben an Sonderarbeiten und Dienstreisen gemacht wurde, wurde vom Importeur übernommen. Und er hat sehr großen Wert gelegt, dass da nicht gespart wird. Also er hat sich nicht gescheut, wenn in Miami ein Kunde eine Beschwerde hatte und unzufrieden war mit seinem Auto, dass ich nach Florida muss und das in Ordnung bringen. Und gab ja noch keine Highway, er musste also auf der normalen
Überlandstraße 2 Tage nach Florida fahren, um vielleicht eine Schaltung einzustellen oder Vergaser einzustellen. Das heißt, eine Sache, die in ein paar Stunden erledigt war, hin und her und dasselbe nach Chicago und überall hin. Wo haben Sie gewohnt? Das war sehr, sehr mühselig. Ja, das glaube ich. Wo waren Sie? In New York oder wo haben Sie gewohnt? Ich war in New York nochmal stationiert. Der Max Hoffmann hat dort auch eine Werkstatt gehabt, wo ich die ganze Versuchseinbauten schon mal machen konnte, sodass ich nicht so viel Material mitnehmen wollte. Das war auch immer ein Problem. Mhm. Denn die Händler damals, die hatten ja noch überhaupt keine Ersatzteile im Lager. Denn sie wussten ja nicht, was wird gebraucht. Und wir haben natürlich sehr bald festgestellt, dass der Schwerpunkt eben war mit der Kupplung. Und das kam natürlich auch daher, dass die Leute gewohnt waren, großvolumige Motoren mit Automatik zu fahren. Und bei vielen musste ich erst erklären, warum da eine Kupplung da ist und dass man die möglichst auch benutzen sollte. Und zum ersten Zeitpunkt war ja noch der Kohleschleifring der Auslöser für die Kupplung. Und der hat natürlich bei diesen Stop-and-Go-Fahrten einen riesen Verschleiß gehabt. Das heißt, nach einigen Wochen oder Monaten, je nachdem, wo das Fahrzeug bewegt wurde, war der total abgeschliffen und war Metall auf Metall und die Leute haben das nicht bemerkt und dann war meist die Kupplung kaputt. Und auch da habe ich damals eine Lösung gefunden. Ich habe bei einem Chevrolet-Vertreter ein Rollenlager, ein Drucklager gefunden, das genau dort reinpasste bei uns und dann habe ich das eingebaut in die Autos und damit war dieser Fehler auch behoben. Also muss man 356 aus Amerika kaufen, wo Sie schon mal angelegt haben, dann kann man noch alte Chevy-Rollenlager finden. Das ist so unvorstellbar aus der heutigen Zeit. Ne? Wie aber das alles wie war. Gesagt, der Max Hoffmann hat unheimlich, war sehr guter Autoverkäufer. Wir sind auch an jedem Wochenende zu irgendwelchen nationalen Automobilveranstaltungen, die hatten sehr viele so kleine Flugplätze, wo sie am Sonntag so aus Spaß mehr die ganze Familie kam mit, ne? Wenn die normalen Autos Frau und Kinder ausgestiegen, auf der Wiese campiert und der Papa ist dann einige Runden auf Flugplatz gefahren. Ne? Wie heute so Track Days, ne? Genau, das war. Das ist, und wir waren da jedes Wochenende irgendwo. Und auch das hat sehr viel beigetragen, dass wir dort einen unglaublichen Verkaufserfolg hatten. Mhm. Und wie gesagt, der Max Hoffmann hat da keine Kosten gescheut, um das in Gang zu halten und auszuweiten. Hm. Ja, unglaublich. Wenn man dann natürlich noch so einen fähigen Mechaniker an seiner Seite hat, dann verkaufen sich die Autos wahrscheinlich leichter. Die Kunden, denen haben Sie auch so ein bisschen das Fahren beigebracht, haben Sie ja schon gesagt, mit der Kupplung und so. Was waren das für Kunden? Das waren ja natürlich auch Leute, die wahrscheinlich sehr wohlhabend waren. Also im Gegensatz zu Europa war das nicht unbedingt so. Ich habe sehr viele kennengelernt, die hatten kleine Betriebe, relativ kleine Betriebe. Und die Amerikaner sind ja bekannt, dass sie auch ihre Freizeit nutzen, den Flugbetrieb, Autofahren und alles Mögliche. Und ich habe also da sehr viele Kunden kennengelernt, die hatten einen 2-3-Mann-Betrieb und die haben einen Porsche gehabt und am Wochenende sind sie mit dem Porsche dann zu so kleinen Veranstaltungen gefahren, haben dort ihren Spaß gehabt. Wahnsinn. Also das waren am Anfang natürlich bekannte Leute, weil die auch vom Hoffmann bevorzugt beliefert wurden, nicht? Ein Briggs Cunningham und ein Bill Spier, das waren damals die motorsportlichen Größen in Amerika und an denen hat sich alles ein bisschen orientiert, ne? Wie dann die Sache mit dem James Team noch war. Haben Sie den auch beserviced? Ich habe ihn kurz kennengelernt und habe ihm auch einen Mitarbeiter, den ich zwischenzeitlich von Weissach bekommen habe, den Rolf Wiedrich, nach Kalifornien zum Händler geschickt und er musste dort sich speziell um die Autos von Steve McGinn war ja leider Gottes auch bei seinem Unfall mit dabei. Ja.
Aber durch diese Größen ist natürlich der Name sehr schnell verbreitet worden. Ja, naja, klar. So tragisch das ist, aber manchmal trägt das zur Legendenbildung bei. Ja. Ne? Das ist das. Sie haben gerade gesagt, Sie haben auch Autos ja, für so kleine Flugplatzrennen vorbereitet. Gab es das damals schon, dass man Ihnen so eine Art Werksleistungssteigerung abbringen wollte und gesagt hat, ich gebe dir mal ein bisschen Geld, mach meinen mal ein bisschen heißer, damit ich schneller fahren kann? Also nachdem die Fahrzeuge natürlich an den vorhandenen Konkurrenzfahrzeugen gemessen wurden, da hatten wir eigentlich mit dem 1300er damals schon sehr gute Karten. Es gab die MG, der Jaguar hat, Max Hoffmann hat auch die Jaguar verkauft, die XK 120, das waren so die in den Clubs die Top-Autos. Mhm. Und das hat auch dazu geführt, dass wir mit den Autos nur gegen einen Teil dieser Fahrzeuge siegreich die Kunden fahren konnten, denn die Autos waren relativ schwer, unsere Limousinen im Vergleich zu den Jaguaren, die schon jahrelang sportlich dort eingesetzt waren. Und dass der Max Hoffmann auf den Drang eines Speechers gedrängt hat, das heißt ein leichtes, offenes Fahrzeug haben wollte. Und ich habe dann in der Übergangszeit, es hat sehr lange gedauert, bis die Firma Porsche bereit war, ein solches vereinfachtes Fahrzeug darzustellen. Das hat dem damaligen Karosseriechef Commenda nicht so gefallen. Er wollte den gewissen Luxus im Auto behalten oder möglichst pflegen. Und bei dem Erleichtern von den Autos ist natürlich das alles primitiv und einfach geworden. Und dann habe ich mit dem Walter Glückler, das war der damalige große Volkswagen-Vertreter in Frankfurt, heute noch, und der den Glückler-Sport gebaut hat auf VW-Basis, in Zusammenarbeit mit Porsche, und wir haben dieses Auto dann 1952 nach Bridgehampton zu einem internationalen Rennen gebracht, und der Max Hoffmann hat mit diesem Auto alle Klassen, die dort waren, geschlagen, und das hat natürlich einen unheimlichen Schub gegeben im Vertrieb und Verkauf, und das hat dann auch war die Firma Porsche bereit, einen Speedster zu bauen, der dann sportlich sehr gut ankam und auch später in zwei Varianten gebaut wurde, als Privat-Luxusauto und als Sport, abgespeckter Sport. Das ist eigentlich aus heutiger Sicht verrückt, dass gerade Amerika, wo man sagt, das sind immer dicke Autos, Riesenmotoren, dass es doch einen Markt gab, wo es genau das Gegenteil gab, wo die gesagt haben, wir möchten möglichst was Leichtes, was ganz filigran ist, was finde ich gar nicht so nach Amerika passt. Aber das gab wohl, ja, die haben wohl gemerkt, dass leichte Autos einfach sportlicher sind. Die Amerikaner waren da, die waren ganz verrückt in die kleinen Autos plötzlich. Ja. Und was für die Amerikaner auch eine Neuigkeit war, die wollten nach jedem zwei, drei Rennen wollten sie die Motoren zerlegen und anschauen, ob alles in Ordnung ist und so weiter. Und dann habe ich gesagt, das wird am Jahresende gemacht, wenn wir nach zwei, drei, haben sie gesagt, ja, mit dem Jaguar müssen wir das wechseln und diese wechseln und Ventile und diese drei, vier Mal im Jahr. Und mit dem Porsche konnten die plötzlich monatelang jedes Wochenende fahren ohne größere Reparaturen. Das war natürlich für die sehr beeindruckend, und das hat natürlich auch viele Kunden gebracht. Naja, klar. Dass sie ihr Fahrzeug sowohl privat nutzen konnten und Sport treiben damit und wieder privat nutzen, das hat großen Eindruck hinterlassen immer. Und dass wir dort auch vor Ort waren vor allem und den Leuten mit Ratschlägen so gut es ging geholfen haben, das hat die Sache noch mehr angeheizt immer. Konnten Sie ein bisschen, wenn Sie sagen, der Max Hoffmann hat auch Jaguar verkauft, hat auch Ferrari verkauft?
Nee, nur deutsche Mercedes, Autos. Mercedes. Mercedes hat zeitweilig verkauft, Volkswagen, Alfa Romeo. Haben Sie da mal ein bisschen spioniert bei der Konkurrenz und sind die Autos mal Probe gefahren und haben gesagt, was machen die denn besser? Ja, die Möglichkeit, also die, mit dem MG hatten wir sag mal, von der Konkurrenz her keine Schwierigkeiten. Es sei denn, es waren so die Sportausführung mit Turbomotoren oder Kompressor hatten die damals, also, ja, keine Turbos. Mit dem Kompressormotor, sondern der Hauptkonkurrent in der Masse war der Jaguar. Mit dem Sechszylindermotor, das war natürlich schon ein flottes Auto und den gab es doch, das innerhalb des Clubsports ihn zu besiegen. Und das war nur möglich mit dem erleichterten Speedster, mit der normalen Limousine, kein Kraut gewachsen. Ging das nicht. Und dann sind Sie in Amerika auch ein bisschen fürs Rennen entdeckt worden, als Beifahrer, unter anderem für die Panamerikaner, damals das härteste Autorennen der Welt. Ja gut, ich war bei meinem normalen Amerika-Aufenthalt im vierten Kundendienst tätig und damals ist der für Schmetternich. Und der Graf Bergheim mit ihren privaten Porschen waren in Mexiko, wo der Prinz Hohenlohe Volkswagen verkauft hat weltweit. Denn die durfte ja noch nicht importiert werden bei uns. Und die waren privat dort und da war die Carrera Panamericana. Und die kamen auf die Idee, bei dieser Carrera Panamericana mit ihren privaten Autos mitzufahren. Und bei der Streckenbesichtigung und was dort alles an Fremdfahrzeugen, amerikanischen Stockcars und alle möglichen Fahrzeuge teilnahmen, haben sie gesagt, sie brauchen unbedingt Hilfe vom Werk. Sie können das allein in Unkenntnis des Autos praktisch, es waren ja nur vom Fahren her und vom Bekanntheitsgrad in der Lage, das zu tun. Und die Firma Porsche hat zur Antwort gegeben, sie haben niemanden, den sie schicken können, aber ich bin zurzeit in New York, ich soll doch von New York nach Mexico City. Ja, genau. Und mangels eines Autos hat mich der Max Hoffmann ein Rolls-Royce Cabriolet gegeben, das er in der Garage stehen hat, und dann fuhr ich mit diesem Auto einen Stopp nach Mexico City, um die Autos für die beiden Herren vorzubereiten. Und wir haben uns dann entschlossen, dass ich im zweiten Auto beim Graf Bergheim als Beifahrer mitfahre und auch gewisse kleine Teile mit, die eventuell anfällig sind für auf so lange Distanz mitführe, um gleich die Autos unterwegs reparieren zu können. Wir sind dann leider Gottes, wir hatten damals die ersten Synchrongetriebe schon und wir sind leider dann mit einem Getriebeschaden in Mexico City, also nach der ersten großen Etappe ausgeschieden und wir sind dann mit einem Begleitfahrzeug immer dem Tross vorausgefahren, damit wir beim nächsten Stopp dem Fürst Metternich an seinem Auto die Wartung durchführen können und bereifen und bremsen und alles diese Dinge. Das war ein sehr hartes Brot, denn wir mussten ja die gesamte Strecke dann mit dem Auto, bevor sie wieder gesperrt wurde, abfahren, um im Park vermietet zu sein, wenn die angekommen sind. Aber das sind Sie gefahren und da waren Sie wahrscheinlich schneller als der Rest. Ich hatte ja auch noch zwei Leute von Guatemala dabei, die dabei geholfen haben. Die haben ihre großvolumigen Autos mitgebracht, dass wir schneller unterwegs sein konnten. Ja, okay. Und haben Sie damals schon als Beifahrer gedacht, Mensch, das ist toll, dass die hier auf Rennfahrer machen, aber eigentlich wäre ich schneller, wenn ich fahren würde? Nee. Ist später gekommen. Ich wusste, dass ich ordentlich Auto fahren kann durch die Probefahrten, die wir zusammen gemacht haben, aber ich habe meine Aufgabe immer darin besehen, auch später noch, dass ich
dass ich praktisch einfach der Versuchsmann bin, die Verbindung zu den Fahrern herstellen muss und selber auch beurteilen kann, was notwendig wird, um ein siegfähiges Auto auf die Beine zu stellen. Und das war mir sehr wichtig, und durch die vielen Versuchsfahrten und Einstellfahrten habe ich diese Fertigkeit einfach mir angeeignet. Im Endeffekt war es bei Ihnen, lagen alle Aufgaben, Rennleiter fast, der Porsche Motorsport Chef in Amerika. Es gab aber bei der Panamericana ist auch schon Mercedes aufgetreten, glaube ich. Und da sind Sie das erste Mal mit denen so in Kontakt gekommen und haben den legendären Alfred Neubauer, glaube ich, auch getroffen. Ja, 1952 hat der Mercedes den ersten Einsatz, internationalen Einsatz mit dem 300 SL Flügeltürer gefahren. Und Mercedes war mit einem sehr großen Aufgebot. Die hatten über 30 Mechaniker mit dabei und vier Fahrzeuge. Und eines fuhr der John Fitch, der Amerikaner. Und die haben damals schon diese Fahrzeuge für jede einzelne Etappe gepflegt und hergerichtet. Und bei dieser Gelegenheit hat mich der Neubauer, der Rennleiter von Mercedes, angetroffen, wie ich auf der Straße das Auto mit dem Bobwagenheber hochgebockt hatte, das Hinterrad weg hatte und die Ventildeckel auf, und habe Ventile eingestellt. Und dann hat er gesagt, ja, was ich da mache, man kann doch nicht auf der Straße ein Auto reparieren. Und sagen, Herr Neubauer, wir haben keine Werkstätte, ich habe auch nur meine große Tasche hier mit dem Werkzeug mehr steht nicht zur Verfügung, und ich komme damit klar. Und dann hat er spontan seinen Chefmechaniker hergerufen und hat gesagt, der Linge bekommt in der Mercedes-Garage jeden Abend zwei Stellplätze, wo er seine Auto ungehindert warten kann, und bekommt von uns jede Hilfe, die wir ihm geben können. Das muss man heute mal erleben, ne? Ja, das war natürlich für mich eine ganz tolle Hilfe, um die Fahrzeuge in gutem Zustand zu halten. Ja, heute wird sie lachend vorbeigehen. In einer Nachtetappe musste ich bei dem Metternich sogar die Zylinderköpfe abnehmen, weil die durch die Verwendung von diesem Flugbenzin sind die Ventile ganz verharzt, und war die Gefahr, dass ein Ventilschaden eintritt. Und da habe ich nachts die Ventile ein, und die Mercedes-Mechaniker waren aber in der Zwischenzeit schon zur nächsten Etappe weggefahren. Die hatten ihre Autos fertig da stehen. Nur die Fahrer hatten noch Fahrerbesprechung, und ich war ja ganz allein mit meinen Fahrern da. Und dann habe ich die Mercedes-Fahrer, den Karl Kling und den Hermann Lang, die ich ja kannte aus Deutschland, habe ich gefragt, ob sie mir nicht helfen, den Motor wieder einzubauen. Das war eine unglaubliche Geschichte, gell, dass ich dann zum Start noch das Auto wieder fahrbereit hatte. Und der Hermann Lang, den habe ich Jahrzehnte später irgendwann getroffen. Und das Erste, was er sagte, das war sein tolles Erlebnis, wo wir zusammen in Mexiko den Motor eingebaut haben. Das ist so unvorstellbar. Ne? Ja. Das ist Wahnsinn. Ja, toll, tolle Zeit. Und 1954 war dann das Jahr, wo Sie auch selber als Rennfahrer das erste Mal am Start gegangen sind. Ja, bei einem meiner Aufenthalte im Werk musste ich mich ja immer wieder auf die neuesten Veränderungen und umbauen. Es gab in der Zwischenzeit andere Kupplungen, es gab andere Getriebe, es gab das Synchrongetriebe, also es gab auch der Vier-Nockenwellenmotor war schon in der Entwicklung, sodass ich immer wieder Betriebsanleitungen oder Unterlagen, technische, waren zu dem Zeitpunkt noch nicht vorhanden, und dann musste ich immer zurückkommen und mir die Fertigkeiten in diesen neuen Dingen wieder anzueignen. Und in dieser Zeit, wie ich hier war, war der Motor vom Fuhrmann, der Vier-Nockenwellenmotor, auf dem Prüfstand, und ich konnte da bei den Prüfstandsversuchen mit dabei sein in der Nacht. Und
hat die Firma beschlossen, dass der Spider, der ja auch schon lief, mit dem Vier-Nockenwellenmotor bei der Millimilia 54 eingesetzt werden soll, international im ersten großen Rennen. Und dafür wurde der Hans Hörmann, der ja bereits als Nachwuchsfahrer bei Mercedes nominiert war, auserkoren, um diesen Einsatz zu machen. Und bei der Frage, ob er mit Beifahrer fahren will, das war den Fahrern freigestellt oder ohne Beifahrer, hat er spontan gesagt, er würde sich freuen, wenn ich mit ihm fahren könnte. Ich kannte ihn von früher her, wo er noch mit dem 356er kleine Rallyes fuhr und ich noch in Deutschland war. Und so kam ich dann als Beifahrer zum Hans Hörmann, was natürlich durch unsere Arbeit, die wir im Vortraining gemacht haben und auch von Neubauer damals in Mercedes, der im gleichen Hotel gewohnt hat, sehr beobachtet wurden, dass wir ein ganz tolles Streckenbuch fertigen. Darauf wäre ich jetzt gekommen, genau. Und wir haben also müssen morgens 4 oder 5 Uhr losgefahren mit einem normalen Porsche, Strecke abgefahren. Ich habe mir die ganzen Notizen gemacht und abends, wenn wir zurückkamen, so nachts um 22 Uhr, saß Meister Neubauer noch im Hoteleingang und hat gewartet, bis einige Kunden oder Fahrer wieder zurückkommen vom Trainingsfahrten. Und da hat er natürlich gesehen, was wir an Arbeit da gemacht haben täglich. Und wir haben die komplette Strecke, und ich habe dann in der Nacht das ins Reine geschrieben, und am nächsten Tag wurde das abgefahren, ob alles stimmt. Und dann kam die nächste Etappe, so haben wir die komplette Strecke gemacht. Und da war der Neubauer, der war so eingenommen von dieser Geschichte, denn nachdem der Hans Hörmann als zukünftiger Mercedes-Fahrer nominiert war, konnten wir ihm ja nicht verwehren, dass er da Einblick drin nimmt und diese Sache mitbekommt. Außerdem hat der Huschke von Hanstein, der damals Rennleiter war, da auch keine Einwände dagegen, dass wir den Mercedes-Leuten das zeigen. Und der hat dann gebeten, dass der Moss im nächsten Jahr mit diesen Unterlagen das Training aufnehmen kann. Und der Beifahrer von Moss, der Jenkinson, das war Motorradrennfahrer, der hat dann diese Aufschriebe von uns angepasst auf den Mercedes. Also alles, wenn wir etwas von einem Gang und nicht Geschwindigkeit geschrieben hatten, das hat jetzt nicht gepasst zwischen dem Porsche und dem Mercedes, hat er berichtigt und hat das Ganze auch auf eine Rolle gemacht. Okay. Denn er hatte Angst beim Umblättern in dem offenen Auto, dass er das falsche Blatt erwischt. Das war natürlich nicht ganz ungefährlich. Mhm. Ne? Und der Muss hat nachher zu uns gesagt, ohne diese Hilfe, die er da hatte von seinem Beifahrer, der so toll war, wie er es nie vorher gekannt hat, die hat dazu geführt, dass er einen absoluten Streckenrekord fahren konnte. Und ja, genau, auch gewonnen hat. Und die Millimilia hat ja auch für Stirling Moss, ja, also die Grundlage eigentlich gebildet, ne, für seinen Erfolg. Da kann man also sagen, Sie haben im Endeffekt das sogenannte Gebetbuch erfunden. Ja, die Gebetsbücher gab es, aber die Gebetsbücher waren mehr abgestellt, dass man nicht die falschen Wege fährt, nicht bei diesen langstreckigen Rallyes, wo Abzweigungen sind oder solche Dinge, gefährliche Sachen. Während wir hatten es wirklich nur auf die Geschwindigkeit oder auf die Fahrgeschwindigkeiten ausgerichtet. Denn falsch fahren konnten wir bei der Millimilia nicht. Da waren ja überall so viele Leute, dass man so gar wusste, keine Möglichkeit war, anders zu fahren als wir auf der Strecke. War das schon so wie jetzt danach bei den Rallyes, wie man das noch aus der Walter Röhrl-Zeit kennt, wo der durch die Menschenmengen durchfährt? Genau, aber das ist bei den Rallyes war es in bestimmten Orten, wo die Menschenmassen so standen. Bei der Millimilia war das praktisch entlang der ganzen Strecke. Und nachdem die bei der Millimilia, ist auch eine interessante Geschichte, die Startnummer ist ja immer die Startzeit.
Das heißt, jeder Zuschauer konnte ausrechnen, wer an welchem Ort welche Zeit er gefahren hat. Die wussten also ohne irgendwelche Mitteilungen und Pressemitteilungen oder Lautsprecherwagen oder was auch immer, wo konnte jeder sagen, wer jetzt wo schneller war. Ja, das ist gut, ja. Das wusste ich auch nicht. Ja, wir hatten 3,51, also die Startzeit war 3,51. Und der Oskar, der, was unser Hauptkonkurrent damals war, der hatte eine Startnummer vor uns und da konnten die Leute genau sagen, ob wir ob sie näher aufgeholt haben. Ja, okay. Da haben uns manchmal beim Tanken, haben uns die Leute schon einen Zettel gegeben, haben gesagt, ihr seid zärtlich dran oder ihr habt jetzt eine bessere Zeit wie er gefahren. Und so hatten wir eine sehr willkommene Hinweis, ob wir richtig im Plan liegen oder ob wir weiter Vollgas geben müssen, was wir natürlich sowieso gemacht haben, aber bei der Mille ein gewisser Faktor an Sicherheit muss dort immer eingebaut werden. Ja, denn klar. Die Italiener, die Fahrer in Italien, die haben diese Strecke aus dem FF gekannt und das war für Ausländer war das verdammt schwierig. Über die Pässe und alles im Renntempo zu fahren. Vielleicht können wir noch mal sagen, weil da hat man auch keine Vorstellung mehr von, wie das Rennen verlaufen ist. Sie sind ja, also Schlaf gab es ja eigentlich gar nicht, oder? Nein. Es gab auch keinen Zwangsaufenthalt, sondern wir haben die Tankzeiten, waren also unsere Fahrzeit, wir waren in der Fahrzeit enthalten. Also sie sind eigentlich durchgängig rund um die Uhr gefahren. Ja. Und haben sich abgewechselt. Wir sind einmal in den Bergen, war hat so kurz geregnet und so ein leichtes Schneegestöber. Und da haben wir Aussetzer bekommen am Motor. Und ich kannte das von Versuchsfahrten vorher, die wir auf der Autobahn gemacht hatten, dass wir Wasser in den Verteiler eindringt. Und ich habe auch neue Verteilerfinger in der Tasche gehabt. Was man so dabei hat. Das waren damals auch so Schwachstellen, die ich kannte. Und wir blieben also oben in den Bergen stehen. Und ich habe dann kurz das Auto aufgemacht, den Verteiler trocken gelegt, neue Verteilerfinger eingebaut. So, und die Fahrt ging weiter. Das war eine Sache von ein paar Minuten. Und dann ging es wieder voll weiter. Das war die einzige Geschichte, die also außerplanmäßig passiert ist. Ansonsten haben wir wie geplant unseren Kraftstoff getankt an den vorher festgelegten Tankstellen bzw. Etappenmesspunkten. Okay, Wahnsinn. Also ähnlich. Klingt so, als wäre ähnlich wie ein Soldat, der blind seine Waffe auseinander zusammenbaut, konnten sie den Fuhrmannmotor auseinander zusammenstecken. Ne? Wie oft haben sie so einen Motor in ihrem Leben auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt, kann man sagen? Ich habe in Amerika, habe ich manchmal in einer Woche 3-4 Motoren überholt. Wahnsinn. Denn ich habe die Gelegenheiten auch immer benutzt, um sie als Ausbildung für unsere Mechaniker, die ja keine Möglichkeit hatten, diese Motoren kennenzulernen. Und der Vier-Nockenwellen-Motor war schon kompliziert. Ein kompliziertes Bauteil, der war natürlich weit entfernt von unserem normalen Motor, den eigentlich jeder, der mit Volkswagen ein bisschen umgegangen ist, so mehr oder weniger kannte. Und die habe ich dann immer benutzt, um die Mechaniker daran einzulernen. Okay. Ja, Wahnsinn. Haben Sie eigentlich, der Alfred Neubauer hat es dann ja mit Ihrem Gebetbuch mitbekommen auf Geschwindigkeit. Gab es da Abwerbungsversuche eigentlich, dass er gesagt hat, kommen Sie auch mit dem Hans Hermann gleich mit? Ja gut, nachdem der Hans Hermann, ich war mit Hans Hermann beim ersten Rennen in Reims, wo er gleich auf Anhieb die schnellste Runde fuhr mit dem Mercedes. Und der Neubauer war von der Art und Weise, wie wir in Mexiko gearbeitet haben und bei der Mille Miglia, das hat ihm irgendwie imponiert. Er hat mich also immer wieder gebeten, ich möchte doch zu Mercedes kommen und die Rennabteilung. Und
Für mich war zum damaligen Zeitpunkt schon erkennbar, dass die Größenordnung von Mercedes natürlich zu unseren Betriebsabläufen, wie wir sie bei Porsche gekannt und gepflegt haben, überhaupt nicht passt. Das ist zwar eine völlig andere Dimension. Und ich habe immer auch gesagt, bei Porsche kann ich oder muss ich alles machen können. Und da gibt es keine verschiedenen Abteilungen, die Motoren machen, Getriebe, Fahrt, das gibt es bei uns nicht, muss jeder alles können. Ja. Und bei Mercedes habe ich ja gesehen in Mexiko, dass das schon Gruppen waren, die sich nur um ihre Fahrzeugteile gekümmert haben. Und dann sagt er, ja, wir können das bei uns. Und dann habe ich noch gesagt, und dann habe ich auch die Gelegenheit bei Porsche ab und zu, wenn ein Fahrermangel besteht oder ein viertes Fahrzeug vorhanden ist, ein Versuchswagen oder etwas, dass ich den im Rennen mitfahren kann und dadurch meine Fahrpraxis verbessern kann und messen kann mit unseren Rennfahrern. Und dann hat er gesagt, ja, das können wir bei Mercedes auch ihnen bieten, aber der Glaube hat mir gefehlt dazu. Und ich muss aber dazu sagen, dass er Jahre später angerufen hat und gesagt, er möchte mal sein Versprechen wahr machen. Der Eugen Böhringer hat gebeten, ob ich mit ihm nicht das 6-Stunden-Rennen im Brands Hatch mit dem 300er See fahren will. Und da habe ich gesagt, da muss ich natürlich bei der Geschäftsleitung, bei Herrn Porsche nachfragen, ob er das genehmigt. Sagt er, er hat schon alles geregelt mit Herrn Porsche. Da sind Sie Mercedes gefahren? Ja, fuhr ich mit der 6-Stunden-Rennen im Brands Hatch mit dem Eugen Böhringer. Wir haben damals die Tourenwagenklasse gewonnen. Waren Sie schneller als der Werksfahrer? Ja, der Eugen hat natürlich dieses Auto sehr gut gekannt und er wusste, dass das war ein relativ schweres Auto, dass man mit der Bremse, ich war verwöhnt von guten Bremsen, wir hatten ganz tolle Bremsen in den ersten Porsche schon. Und da gab es ein paar Schwachstellen, die wir aufhaben. Die muss man natürlich auch wissen und darauf Rücksicht nehmen bei Langstreckenrennen.